Mittlerweile hast du erkannt, dass du massive Probleme mit deiner Emotionsregulation hast und dass du bis heute damit kämpfst, gewisse Situationen im Leben einigermaßen überstehen zu können. Die drei häufigsten und am meisten typischen Anzeichen für einen vulnerablen Narzissten als Mutter. Genau diese drei Anzeichen wirst du heute hier nicht nur beschrieben bekommen, sondern auch, was es mit dir gemacht hat, beziehungsweise macht bis heute. Und damit du die Zusammenhänge erkennst und dann sozusagen das Problem ja, an den Wurzeln packst, ist genau dieses Video für dich gedreht worden. Ich bin Gabriela, Trauma- und Körperpsychotherapeutin und Expertin für Entwicklungstrauma. Und jetzt freue ich mich einfach auf dich. Lass uns als erstes anschauen, was ist ein vulnerabler Narzisst als Mutter? Denn das ist eine komplexe und herausfordernde Dynamik, die oft zu schwerwiegenden Traumafolgen bei den betroffenen Kindern und oft erst als Erwachsene führen kann. Im Gegensatz zu den klassischen oder grandiosen bzw. extrovertierten Narzissten, die oft eine übersteigerte Selbstwahrnehmung und ein Bedürfnis nach Bewunderung zeigen, zeichnet sich der vulnerable Narzisst durch ein fragiles Selbstwertgefühl, Selbstzweifel und emotionale Instabilität aus. Diese Mütter neigen dazu, ihre eigenen Unsicherheiten und oft Ängste auf ihre Kinder zu übertragen, was zu emotionaler Vernachlässigung, übermäßige Kontrolle oder unangemessenen Forderungen führen kann. Sie neigen hinzu dazu, sich stark auf ihre eigenen Bedürfnisse und Wünsche zu konzentrieren, anstatt sich empathisch und einfühlsam auf ihre Kinder einzulassen. Sie können natürlich emotional manipulativ sein und ihre Kinder für ihre eigenen Bedürfnisse missbrauchen, ohne dabei die Auswirkungen auf das Kind zu erkennen. Und jetzt wird's interessant, denn wir beleuchten die drei häufigsten Methoden der an sich selbst bedürftigen Mutter und was das mit der Selbstregulation und deine Emotionen macht. Nicht nur meinen eigenen Erfahrungen nach, sondern auch meine Klienten und Klientinnen berichten von folgenden drei Verhaltensweisen einer vulnerablen Mutter, die verheerend auf dein Nervensystem als Kind natürlich auswirken. Zum einen Silent Treatment als Liebesentzug, zum zweiten Gaslighting, Misstrauen stiften um jeden Preis und zum dritten Triangulation, also Machtspiel. Die erste Verhaltensweise ist eine der subtilsten, aber dennoch verheerendsten Waffen, die die vulnerable narzisstische Mutter einsetzt. Und dabei handelt es sich um das gezielte Schweigen und Ignorieren, das als Bestrafung für wahrgenommene Verfehlungen oder als Mittel zur Kontrolle genutzt wird. Diese Form der emotionalen Misshandlung kann unvorstellbar tiefgreifende Auswirkungen haben, da das Kind bewusst in einem Zustand der Unsicherheit und Angst gehalten wird. Da du dich als Kind in einer völligen Abhängigkeit befindest, ist dieser Zustand mit Foltern vergleichbar. Es gibt nämlich nur Qual ohne Entrinnen. Und die neuropsychologischen Effekte des Silent Treatments sind gravierend. Studien zeigen, dass das Gehirn auf soziale Ausgrenzung ähnlich reagiert wie auf physischen Schmerz. Der präfrontale Kortex, der für soziale Interaktionen und emotionale Regulation zuständig ist, zeigt erhöhte Aktivität, während das Belohnungssystem des Gehirns heruntergefahren wird. Dies führt zu einem Gefühl der Isolation und Wertlosigkeit.
das tief in das Selbstbild des Kindes eingreift. Die größte Problematik entstand natürlich dadurch, dass du diese Einwirkungen als Kind, also während der Entwicklung deines Gehirns und somit deine Persönlichkeit erlebt hast. Beziehungsweise, dass es dir keine Möglichkeit geboten wurde, diese kaum aushaltbare Emotionen auszuagieren. Also entstand eine enorme und vor allem ungesunde Anpassung in deinem Nervensystem und verursachte Chaos in deiner Gefühlswelt. Die zweite Methode solcher Mütter ist das Gaslighting, also wo sie Misstrauen stiften zum eigenen Zwecken. Das ist eine weitere sehr perfide Methode, um ihre Kinder zu destabilisieren und zu kontrollieren. Du kannst es dir so vorstellen, dass dabei dem Kind systematisch eingeredet wird, dass seine Wahrnehmungen, Erinnerungen und Gefühle falsch, unzulänglich oder unzuverlässig sind. Dies führt zu einem tiefen Misstrauen in die eigene Wahrnehmung und kann das Kind in eine Spirale von Selbstzweifeln und Verwirrung stürzen. Viele Mütter schaffen so, ihre Kinder umzustimmen, damit sie über Dinge, Menschen und Geschehnisse plötzlich anders denken. Ich war bereits 17 Jahre alt, als meine Mutter geschaffen hat, uns beiden mit meiner Schwester davon zu überzeugen, unseren Vater nie mehr zu sehen. Wofür denn? Ihr seid jetzt Teenagern und habt viel auch im Gymnasium. Eure Interessen und Leben nimmt den ganzen Raum. Da ist keine Zeit mehr für euren Vater. Ihr braucht ihn auch nicht. Ihr seid ja schon erwachsen. Wie ausgeklügelte Argumentation und Manipulation, die zum Glück nicht lange wirkte. Neuropsychologisch betrachtet beeinträchtigt Gaslighting die Funktion des Hippocampus, der für das Gedächtnis und die emotionale Verarbeitung zuständig ist. Wiederholtes Gaslighting kann zu einer chronischen Aktivierung des Stresssystems führen, was die Fähigkeit des Gehirns zur Verarbeitung und Speicherung von Informationen beeinträchtigt. Höchstwahrscheinlich hast du auch mit Konzentration oder mit Gedächtnis Schwierigkeiten. Diese Aktivierung des Stresssystems kann langfristig zu Angstzuständen, Depressionen und Entwicklungstrauma am Nervensystem und Stoffwechsel führen. Die dritte und ebenso gefährliche Waffe ist die sogenannte Triangulation. Dabei spielt die narzisstische Mutter verschiedene Familienmitglieder oder Freunde gegeneinander aus, um Kontrolle und Macht zu behalten. Sie schafft Allianzen und Feindbilder, was zu einer ständigen Atmosphäre der Spannung und des Misstrauens führt. Das Kind wird oft als Schachfigur in diesen Machtspielen benutzt, was zu einer tiefen Spaltung in seinen Beziehungen und einem verzerrten Weltbild führt. Ein persönliches Beispiel. Meine Mutter hatte gerne die anderen als Feindbild. Wir durften anderen rein gar nichts aus der Familie anvertrauen oder auch nur Erlebnisse erzählen. Es geht niemanden was an, klang die Devise. Nicht einmal meinem Vater durfte ich über gewisse Dinge berichten. Keine Freundinnen oder potenzielle Partner waren gut genug. Sie und ihre Eltern wurden strengst durchleuchtet und von meiner Mutter begutachtet. Das Ergebnis und Urteil war zu 99%, denen kann man nicht vertrauen oder sind auch nicht passend zu uns. Gleichzeitig wurde ich als Vorbild für meine Schwester demonstriert, die mich mit der Zeit als Feindbild und größte unerreichbare Konkurrentin wahrgenommen hat.
Ich war auch oft eine Begründung für eine Absage oder sonstiges Verhalten meiner Mutter und wurde ich zu ihren Zwecken missbraucht. Neuropsychologisch betrachtet kann Triangulation zu einer ständigen Aktivierung des limbischen Systems führen, welches für emotionale Reaktionen und Stressverarbeitung zuständig ist. Diese dauerhafte Aktivierung kann die Entwicklung des präfrontalen Kortex, der für rationale Entscheidungsfindung und soziale Interaktionen wichtig ist, beeinträchtigen. Das Kind lernt, dass Beziehungen unsicher und unzuverlässig sind. Was zu Bindungsstörungen und Schwierigkeiten beim Aufbau gesunder Beziehungen im Erwachsenenalter führen kann. Und die Traumafolgen für dein Nervensystem im Erwachsenenalter, wie du siehst und womöglich selbst erfahren hast, können Traumafolgen für Kinder von narzisstischen Müttern tiefgreifend und langanhaltend sein. Hermann Hesse sagte einst: Wenn ich an meine Mutter denke, fühle ich Angst. Diese Aussage spiegelt wider, wie stark die Auswirkungen einer narzisstischen Erziehung sein können. Er schrieb an einer anderen Stelle: Wenn ich alle die Gefühle und ihren qualvollen Widerstreit auf ein Grundgefühl zurückführen und mit einem einzigen Namen bezeichnen sollte, so wüsste ich kein anderes Wort als Angst. Angst war es, Angst und Unsicherheit, was ich in allen jenen Stunden des gestörten Kinderglücks empfand. Angst vor Strafe, Angst vor dem eigenen Gewissen, Angst vor Regungen meiner Seele, die ich als verboten und verbrecherisch empfand. Die Emotionsregulation von Kindern, die unter solchen Umständen aufwachsen mussten, ist häufig so gestört und führt dazu, dass sie in Stresssituationen schneller überwältigt werden und Schwierigkeiten haben, ihre Gefühle angemessen zu verarbeiten. Neuropsychologisch betrachtet zeigt die Forschung auch, dass chronischer Stress und emotionale Vernachlässigung während der Kindheit rationale Entscheidungsfindung und Emotionsregulation beeinträchtigen. Und gleichzeitig können die Amygdala, das Zentrum für Angstverarbeitung, sowie das Stresssystem des Körpers überaktiv werden. Dieser Spagat im Körper macht es Betroffenen unglaublich schwer, in stressigen Situationen ruhig und besonnen zu reagieren. Wutausbrüche oder irrationale Handlungen sind Tagesordnung. Die sogenannte hyperaurosale Überreguliertheit in deinem Körper macht dich hibbelig, unberechenbar und verursacht oft unerträgliche innere Unruhe. Ein weiteres häufiges Symptom ist die sogenannte emotionale Taubheit. Hierbei flüchten Betroffene in die Unterregulierung im Nervensystem und haben oft Schwierigkeiten, die Gefühle überhaupt wahrzunehmen oder zu benennen. Diese emotionale Abstumpfung ist eine Schutzfunktion des Gehirns gegen überwältigende emotionale Schmerzen und kann natürlich zu Problemen in zwischenmenschlichen Beziehungen bereits in der Kita oder Schule beziehungsweise im Erwachsenenalter führen. Diese Beschreibung, vielleicht hast du ja bemerkt, passt auch auf den Begriff Dissoziation, also ein gewisser Grad an Abspaltung von Emotionen und Gefühle und Körperwahrnehmungen, um unerträgliches Leid zu vermeiden. Diesen Kindern fällt unglaublich schwer, Nähe zu anderen Menschen herzustellen und Vertrauen aufzubauen, was wiederum zu einem Gefühl der Isolation und Einsamkeit führen kann. Es ist also gar kein Wunder, dass Kinder, die von narzisstischen Müttern emotional misshandelt wurden, oft an tiefe Unsicherheit
einem ungesunden Selbstkonzept und einem stark negativen Selbstbild leiden. Ihr Selbstwertgefühl ist deutlich beeinträchtigt und sie haben auch Probleme, sich selbst als wertvoll und liebenswert zu betrachten. Viele dieser Kinder entwickeln ungesunde Bewältigungsstrategien, wie das Flüchten in ähnliche, äußerst toxische partnerschaftliche oder freundschaftliche oder berufliche Beziehungskonstellationen oder sogar den Gedanken, ein eigenes Kind zu bekommen, um den eigenen Selbst zu gebären und die nie gelebte Lebendigkeit durch das eigene Kind, also realisiert an einem anderen Wesen, zu erfahren. Und ich höre dich ja auch schon, die Frage zu stellen. Ja, okay. Und wie entkommt man denn von all diesem Übel? Das Erkennen und Verstehen dieser toxischen Verhaltensmuster und Erziehungsstil deiner Mutter ist der erste Schritt zu deiner Heilung. Denn es ist wirklich wichtig, dir bewusst zu machen, dass die Manipulationen der narzisstischen Mutter nichts mit dem eigenen Wert zu tun haben, sondern nur Ausdruck ihrer eigenen ungelösten Probleme und Unsicherheiten sind. Da die tief verwurzelten Folgen dieser Erlebnisse in deinem Nervensystem zu finden sind und du diese nur dort an den Wurzeln packen kannst, wirst du über das Verstehen hinaus nicht nur viel, sondern auch regelmäßig für deine Selbstregulation und Emotionsregulation tun müssen. Denn Selbstbewusstsein stärken, Grenzen setzen lernen, soziale Unterstützung suchen, Selbstfürsorge praktizieren, sind nur komplementäre und natürlich hilfreiche Wege dafür, dass es dir mit der Zeit besser geht. Denn auch das Bewusstsein für die eigenen Stärken und Fähigkeiten kann dabei dir helfen, die eigenen Wahrnehmungen und Gefühle zu validieren und gegen die manipulativen Botschaften der narzisstischen Mutter zu immunisieren. Oder wenn du lernst, klare und feste Grenzen zu setzen, ist entscheidend dafür, dass du dich nicht mehr auf manipulative Spiele einlässt, den Kontakt reduzierst oder sogar ganz abbrichst, wenn nötig. Und ja, ein starkes Netzwerk aus Freunden, Familie oder Therapeuten kann helfen, die emotionale Isolation zu durchbrechen und alternative, gesunde Beziehungsmuster zu erleben und zu erlernen. Das Entscheidendste wird aber für dich sein, für eine Besserung deiner Symptome, wenn du lernst, dein Nervensystem zu deuten und die entsprechenden Regulationstechniken anzuwenden. Du kennst mich ja schon, dass ich ein recht neugieriger jemand bin. Und jetzt genau deine Erfahrungen sind die, die mich sehr interessieren. Welche dieser drei Anzeichen bzw. Verhaltensweisen von vulnerablen Narzissten als Mutter kanntest du schon? Und leidest du vielleicht unter den Folgen bis heute? Was sind deine größten Herausforderungen? Ich freue mich, wenn du kommentierst oder etwas berichtest und wenn du große Schwierigkeiten bis heute damit hast, Emotionen zu regulieren und diese Mechanismen in dir, diese Überlebensstrategien aufzulösen, dann nimm gerne auch Kontakt auf und komm in unsere Akademie bzw. in unsere Community. Ich wünsche dir jetzt erstmal wieder eine ganz gute Zeit. Liebe Grüße und bis bald, Gabriela.